dit, nous tournons nous rassembler. Nous nous tournons nous joindre ensemble pour nous faire ensemble, nous l'indépendant. En avant nous présidents. Heute ist hier am College was los. Und das wollen wir jetzt besuchen. Bonjour, monsieur. Ça va? Bonjour. 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 Alors, j'appelle tous les élèves internes. Les élèves. Markt auf den Gambier Islands. Von dem Kannibal. Bei dem Kannibal. Ja, bei dem Kannibal. Nora und ich kämpfen uns heute auf den Mount Duff hoch. Kämpfen. Ziehen uns. Ziehen uns hoch. Sessellift. Da haben wir gleich geschafft, das Ding. Irgendwo muss da gleich die Nora kommen. Ah, da kommt sie schon. Durch den Dschungel. Der letzte Grat, der erklimmen werden muss. Und dann sind wir schon oben. Oh, es geht den steilen Weg heute runter. Ich bin jetzt schon hier unten. Und da seilt sich jetzt die Nora ab. Also ich weiß ja auch nicht, warum ich mir das immer wieder antue, aber wenn ich dann oben bin, die Aussicht lohnt sich, definitiv. Warum tust du dir das eigentlich an, Michael? Weil Spaß macht. Abenteuer. Und da geht's jetzt weiter runter. Das ist immer sportlich. Und das Surfen. Ja. Nicht sehr elegant, aber wenigstens kann ich tief fallen. Oh,
Es gibt kein Zurück mehr. Und XL. Ja. Michael? Nora und Haku haben uns angemeldet. Ist das hier niedlich? Ihr seid ein Pärchen. Och, ist das schön. Dankeschön. Oh, eigentlich müsste man echt paarweise laufen. Ja. Also, wer läuft jetzt hier heute? Haku. Ja, ich zwangsläufig hier. Hat ich habe sich für seine Maus geopfert. Wenn wir den Lauf überstanden haben, Haku und ich, dann ist das hier unser Tisch, an dem wir dann zu Mittag speisen werden. Die Valentinsfrau mit dem Valentinsherz, aber und mit ihrem Valentinskleid. Unser Dreamteam, Haku und Michael, dürfen leider nicht gemeinsam starten. Jetzt muss die Nora ins T-Shirt springen, aber sie hat ja sowieso viel Lust gehabt. Von daher ist das gar nicht so problematisch. Also es muss immer Männlein und Weiblein sein. Sieht man nicht? Nicht so richtig. Naja, so Hauptsache, du wischst sie nicht ab, dass jeder weiß, dass ihr die Nummer 10 seid. Der Lauf geht los. Naja, vielleicht ist es auch ein Spaziergang, man weiß noch nicht so genau. Wir haben alle Flipflops an. Ja, vorne laufen welche, die den Drang haben zu gewinnen. Wieder ein. Und da in der Ferne sieht man sie über die Kuppe rennen. Unsere zwei Läufer. Ja, super. Ich glaube an vierter Stelle. Hopp, 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 hopp. Ich glaube Platz 4 oder 5. 6. 6? 5? Ah, einen haben wir noch. Jetzt gibt es, glaube ich, gleich Essen. Und Poisson Cruz aus, oder was? Die enttäuschten Gesichter. Also gegen so junges Volk zu verlieren, ne? Ah, okay. Das ist also keine Schande. Il y en a qui sont venus exprès pour ça. Eh, les bijoux dedans, n'oublie pas, il y a un truc dedans. Le bijou à l'intérieur. Ah, ouf.
La clé du paradis. Oh, bijoux offert par Linda, qu'on applaudit, qu'on remercie. Schön. Numéro 8. Numéro 8. À l'année prochaine, il faudra s'entraîner quand même. Und hier eine schöne Flasche Whisky. Da hat unser Tisch noch hier diese Kette gewonnen, die da in diesem Dekolleté hängt. Yo! Kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Dankeschön. Nehme ich auch. So, jetzt geben Sie doch mal einen Kommentar ab für die Zuschauer aus Celle. Wie gefällt es Ihnen hier auf den Gambierinseln? Die Gambiers sind super schön. Sehr schöne, ruhige Ecken, sehr feines Wasser. Außer wenn viel Seegang ist, dann ist das Wasser nicht so schön. Haie habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, Wölfe auch nicht. Es ist schon mal sehr gut hier. Schnorchelwasser ist auch sehr schön. Es sei denn, es ist viel Wellengang, dann haben wir viel Sand. Ansonsten ist es in dieser Bucht hier bei Irv und Valerie die schönste Bucht, die wir bis jetzt eben halt hatten. Ah, das freut uns ja. Sehr schön. Honig von den Gambiers ist auch sehr gut für den Teint, weil man kann sich dann ablecken lassen. Und das ist handgemachte Kokosseife. Ah, oh, danke schön. Okay. Na, die werde ich doch auch für den Turn benutzen, für die andere Seite. Die muss ich dann nicht ablecken. Yes, sehr geil. Sehr, sehr cool. Genau. Ja! Endlich kann ich auch damit aufwarten. Ja, dann kann man dann so, so. Happy Birthday, liebe Birgit. Happy Birthday to you. Vielen herzlichen Dank, voll lieb von euch. Danke, danke. Ja, gerne doch. Wir wünschen dir einen schönen Tag darüber. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in den heutigen Tag. Auf geht's zur Geburtstagsparty! Hey. Nach Karabai! Zu Irv und Valerie! In die City, ne? In die City! Da hinten hin geht's. Downtown, Karawai Downtown. Das ist oh. Oh. Können wir nachher nochmal? Ja. So, hier sind die Kochvorbereitungen im Gange. Mal, auch was für ein schöner Ausblick hier ist. Von Abwaschen auf die schönen Blumen. Oh, guck mal, da macht der Annette das Abwaschen
gleich viel mehr Spaß. Demnächst kriege ich wahrscheinlich irgendwie so eine Kiste mit Blumen vors Fenster. Das ist gut. Wir sind Grillmeister. So, how is it? Lecker. So, wir werden jetzt Beton spielen und Annette und ich, wir haben diese Kugeln, weil es ja kurz vor Valentinstag und das ist Tirei. Das sind also die Kugeln mit den Strichen. Tirei. Unsere beiden Badenixen. Nach dem Bowlspiel, das sie leider verloren haben, mussten sie ein bisschen baden gehen. Denn die Hitze bei diesem aktiven Spiel hat ihnen doch zu schaffen gemacht. Auf dein Wohl, Birgit! Ja, danke! Prost! Ja. Happy Birthday to you! Marmelade im Schuh, Aprikose in der Hose. Eine so schöne Bucht, ne? Und dann hat man solche zwei Wollbusen. Oh yeah! Mo! Annette, die. And then hurry up. Can the man do this also? Let's see, long. Okay. The man is like that. Yeah. Oh, that's easy. Woo! Yeah. Wow. Die Damen sind wieder mal hingerissen. Im Hin Element. Und weg. Und freuen sich hier. Der Heinz, der hat schon Schweiß auf der Stirn. Weil hier gibt es nämlich Perlen. Guckt euch das an. So viele Perlen. Und so viele Farben. Du hast dir diese hier angeguckt? Das gibt es ja? Nur hier auf den Gambier. Ja, alles gut. 18.02.2023. Zum Frühstück. Das letzte Frühstück an Bord von Biggi und Heinz. Genau. Und dann wollen die beiden uns verlassen. Müssen. Wir wünschen euch einen guten Heimflug. Ich meine, es hat super geklappt mit uns. Ihr könnt jederzeit gerne wiederkommen. Vielen Dank. Wir fanden das auch sehr, sehr schön bei euch. Genau. Es ist auch das zweite Mal, dass wir an Bord waren. Diesmal wesentlich länger. 3,5 Wochen, die wir auf diesem engsten Raum super zusammengelebt haben. Also so eng ist die Leinwand aber auch nicht. Nee, wir waren immer das größte und schönste Schiff im Hafen. Wenn man die Katamarane außen vor lässt. Größte und schönste Schiff. Und die beste Crew ever. Und die besten Captains. Und das gibt es hier zum Frühstück. Reichlich gedeckter Tisch. Obst, Gemüse, Kaffee, Eier. Alles, was das Herz begehrt. Also ihr habt nicht gehungert, oder? Wir haben weder gehungert, noch haben wir hier irgendwelche Mangelerscheinungen gehabt. Es war ein All-Inklusiv-Urlaub. Richtig gut. Dankeschön. Also wir sagen nicht Lebewohl, wir sagen auf Wiedersehen. Und wie ist das eigentlich mit der Karriereleiter? Gibt es da noch Stufen nach dem Boot, Jungen? Ja, also man kann hier noch aufsteigen. Leider gestaltete sich die Abreise von Birgit und Heinz etwas schwieriger. Wir waren am Flughafen,
leider die einzigen, da der Flug von den Gambierinseln nach Tahiti gecancelt wurde. Fieberhaft haben wir versucht, die Airlines zu kontaktieren und die Anschlussflüge, die an dem gleichen Tag von Tahiti aus starten sollten, umzubuchen. Durch das schlechte Internet hier auf den Gambierinseln war es uns leider nicht möglich, irgendeine Fluggesellschaft zu erreichen. Wir sind jetzt zum Air Tahiti-Schalter gelaufen. Da ist natürlich, wie sollte es anders sein, keiner da. Morgen soll der Flieger gehen. Wurde hier noch von einer anderen Person bestätigt. Aber so genau weiß man nicht, wann dieses Büro öffnet. Vermutlich hat es morgen früh um 7:30 geöffnet, sodass man hier die Fähre buchen könnte. Und die Fähre soll gehen um 9 Uhr. Aber der Flieger soll gehen. Die Landessprache ist Französisch. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt mal zum Jojos. Da sitzen jetzt Biggie und Michael und die versuchen die ganze Zeit wahrscheinlich schon die Airlines zu erreichen. Also warten wir mal ab, was noch passiert. Wir sitzen jetzt hier und versuchen verzweifelt die Flüge von Tahiti nach L.A. und von L.A. nach Frankfurt umzubuchen. So, wir haben jetzt 24 Stunden versucht, alles umzubuchen. Wir haben nichts erreicht. Aber jetzt geht zumindest der Flieger und jetzt erstmal die Fähre hier von Rikiter. Da steht die Fähre schon. Alles wartet darauf, dass es losgeht. Ui, das ist auch schon aufgeregt. Ja, ja, schön, dass ihr da wart. Super, scheiße, dass es so geendet hat. Ja, los, komm nach Hause. Ja, wir lassen uns Zeit. Eins macht's hübsch, ne? Ja. Bring die Biggie gut nach Hause. Wir sehen uns. Ja. Irgendwo sehen wir uns wieder. Habt ihr eure Schuhe? Ja. Die Sandalen, die da hinten standen, habt ihr eingepackt. Okay. Da fahren Sie dahin. Unser Besuch. Jetzt hoffen wir, dass Ihre restliche Reise stressfrei vonstatten geht. Das wäre schon super, wenn Sie möglichst bald die nächsten Flieger bekommen. So, die Leinen sind los. Es wird abgelegt. Auf geht's. Gute Fahrt, guten Flug. Am nächsten Tag ging der Flieger dann und die beiden sind 3 Tage später wohlbehalten in Deutschland angekommen.